So, meine Jagdfreunde, ich befinde mich in Wuhonga, Afrika und habe eine kleine Challenge für euch. Die Challenge heißt, wer sucht, der findet. Ich versuche jetzt auf einem Berg hochzuklettern. Wenn ihr an diesem Berg angekommen seid, kleiner Tipp, ihr könnt mit dem Quad dorthin fahren und ein bisschen um diesen Berg herumläuft, werdet ihr das hier hören. Ich vermute, das ist eine Höhle. So, meine Jagdfreunde, da bin ich wieder. Noch nicht an der Spitze oben. Ich habe erstmals diese Höhle entdeckt. Ich zeige euch kurz, wo das ist. Wir sehen hier einen grünen Baum. Und einen Baum ohne Blätter. Ja. Mehr Hinweis vorerst nicht. Also, ich laufe mal jetzt in die Höhle hinein. Und schau mal, wohin der Weg mich führt. Also, bis bald. So, Freunde, ich laufe an diesem Berghang herum. In dieser Höhle war leider nichts. Irgendwann bin ich darunter gefallen und ich suche den Weg, wie ich da oben hinkomme. Ja, sind wir mal gespannt. Bis bald. Freunde, ich habe wieder die Höhle gefunden. Da geht's tief nach unten. Nach tagelanger Suche habe ich leider den Weg auf diesem Berg nicht gefunden. Darum werde ich mich, oh, da geht's runter, hey, bei diesem kahlen Baum hinbegeben nachher. Und wenn ihr diese Höhle und diesen Baum gefunden habt, habt ihr es geschafft, Freunde. Was ist hier los? Spannend. Ich denke, da kann man rüberlaufen. Kann ich mal kurz oder auf die andere Seite da? Okay. Gibt's hier was zu sehen? Nein. Ich laufe mal auf die andere Seite. Dann sehen wir uns bald. So, meine Jagdfreunde, auf der anderen Seite gibt es gar nichts. Ich laufe jetzt wieder retour zu diesem Baum und wir sehen uns bald. Ich bin wieder raus aus der Höhle und da ist dieser Baum wieder. Also, wenn du diese Höhle und diesen Baum gefunden hast, hast du dein Ziel erreicht. Ich werde auf dich hier warten.
So, da ist dieser Baum und unten rechts sieht man irgendwas. Es könnte ein Aussichtsturm sein. Und wir befinden uns irgendwo im Westen von Afrika, Freunde. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Suche. Und ich hoffe, ihr werdet mich finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Bazooka.